gönnt euch das. Donnerstagmorgen, 10:30, herzlich willkommen auf meinem Kanal Timo2Go. Ja, heute Morgen habe ich mir die Familie ins Auto gepackt, bin mal so ein bisschen durchs Sauerland gefahren und bin dann hier letztendlich in Bruchhausen gelandet. In Bruchhausen gibt es was ganz Besonderes, und zwar sind das die Bruchhauser Steine. Das sind 4 an der Zahl, einer davon ist begehbar und den schauen wir uns zusammen an. Wenn dich das interessiert, let's go. Diese Richtung. Hier im Hintergrund zu sehen, ein Prachtexemplar von Fichte. Noch hier im Bruchhausen im Wald, nächstes Jahr bei mir im Holzschuppen. Ah, kleiner Spaß am Rande. Die Bruchhauser Steine sind 4 Vulkanfelsen, der Größe nach geordnet. Die tragen alle Namen. Das ist der Bornstein, der Ravenstein, der Goldstein und der Feldstein. Der Goldstein, der heißt Goldstein, weil der so goldig glänzt. Der hat Quarzeinlagerungen. Aufgrund dessen der so schimmert. Ja, der Feldstein, der kleinste im Bunde mit 45 Meter Höhe. Das ist der Stein, den man offiziell bewandern darf, den man erklimmen kann. Aber oben am Gipfelkreuz angekommen, befindet man sich in einer Höhe von 756 Meter über Normalnull. Und das ist der höchste Punkt hier in der Gegend. Und da wollen wir mal gucken, ob wir da hinkommen. Auf den letzten paar Metern geht es mehr als steil nach oben. Das zehrt an den Kräften. Da kommt man ins Schwitzen. Aber schaut mal hier im Hintergrund. Der Felsstein ist schon zu sehen. Den wollen wir gleich erklimmen. So, Feldstein die erste. Wollen wir versuchen, den Stein einmal zu erklimmen hier. Da geht's hoch, da wollen wir hin. Ob das was wird. Thank you.
gönnt euch das. So, ich bin dann doch wieder heile unten angekommen, nass geschwitzt, liegt aber jetzt nicht in den Temperaturen, das ist glaube ich der Angstschweiß von der Höhe da oben, ganz fürchterlich, aber trotz alledem sehenswert und ich bin stolz auf mich, dass ich da oben war und dass ich das geschafft habe. So, da oben hat man aufgepasst auf jeden Schritt und Tritt, hier unten die ersten zwei Schritte, wo ich in die Kamera gucke, fast auf die Klappe gelegt, also unglaublich. Ja, da haben wir gerade noch eine kurze Rast gemacht, um wieder zu Kräften zu kommen und was glaubt ihr, wen wir getroffen haben? Mein Onkel Friedhelm. Unglaublich, man sieht sich sonst nie und dann geht man einmal wandern am Arsch der Welt und da läuft dann über den Weg. Also Friedhelm, an dieser Stelle Grüße gehen raus. Nach knapp 3 Kilometern haben wir den Rundweg rund um die Bruchhauser Steine beendet. Wir nähern uns hier wieder dem Informationscenter. Ja, was kann ich sagen? Sehr, sehr interessant. Der Rundweg hat zwar nur eine Länge von 3,5 Kilometern, ist dazu noch kostenpflichtig, aber absolut sehenswert. Man kommt an allen 4 der Bruchhauser Steine vorbei und der Fellstein, der ist sogar noch begehbar. Das heißt, da wo wir gerade oben waren, der Aussichtspunkt. Ja, ich hatte unsere Kids sogar mit dabei, selbst die hatten Spaß an der Sache und sind auch gut mitgelaufen, von daher absolut auch für eine Familie zu empfehlen. Ja, das soll es an dieser Stelle gewesen sein von den Bruchhauser Steinen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, macht es gut und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Timo. Ciao.